Wir sind wieder in Wasteland 2, liebe Freunde. Willkommen zurück an dieser Stelle. Mein Name ist Agent Sasori und wir haben soeben die Kiste ausgeräumt. Hier in unserem neuen Levelbereich, den wir ja retten sollten und irgendwie anderweitig beschäftigt waren. Jetzt muss ich mal überlegen, wir sind irgendwo von hier auch gekommen, glaube ich. Hier irgendwie durch so einen Pfad, ja. Dann wollen wir uns doch mal umschauen, was es denn hier noch so Geiles gibt. Aber ich kann irgendwie nicht vorausgucken, weil es hier runter geht. Ah, da vorne haben wir wieder so Fische. Ein, zwei Fische. Ne, ist nur eins. Encounter begins! Nachdem ich mit einem Scharfschuss das Ding erstmal angeballert habe. So, das zweite, dem haben wir auch schon mal eine gebraten, sehr schön. Das ist sie, sie kann mal hier rüber. Und kann mal gechillt, Ember. For the Rangers! Wer ist das? Ach, die Rambo-Schneck. Genau. Die kann gut weit schießen. Die lassen wir auf jeden Fall so einen Hinterhalt machen. Ja. Anne hat wieder Lost Control. So das Übliche, was er halt so hat. Und würde ich sagen, unser Rambo geht mal hier hin. Und der Scharfschütze, der schießt einfach. Zack, erledigt. Auf was warten wir eigentlich so lange? Gar nicht so lange rummachen hier. So, was haben die Viecher diesmal dabei? Bisschen Echsenhaut und irgendwas anderes von der Echse. Warum ist der grün? Was? Wir brauchen eine erweiterte Fähigkeit von Kybernetik. Wait! Aber wie kriegen wir es jetzt hier raus? Wir müssten es zerlegen. Das scheint wohl ein Roboter zu sein. Aber wir haben doch irgendjemand kann doch Mechanical Repair. Alarm Disarming. Kann man das skillen oder was? Cyber-Kybernetics! Mit Kybernetics, mit KÜ wird das übrigens geschrieben. Kybernetics heißt es. Nein, Spaß beiseite. Haben wir irgendwie. Ne, wir haben doch sowas hier gar nicht. Wo? Wo haben wir denn Cybernetics? Das hat irgendwie keiner. Es gibt hier gar nicht diesen Skill. Ich sehe es zumindest nicht. Demolition, Mechanical Repair, Computer Science, Toaster Alarm, Safe Breaking, Lockpicking. Wir probieren mal, was wir so haben. Er kann auf jeden Fall Toaster reparieren. Aber das wird uns nicht helfen. Das war Mechanical Repair. Das hat uns eben schon nicht geholfen. Computer Science. Oh, tatsächlich, alles klar. Dann würde ich mal sagen, erstmal safen, bevor wir uns ins Unglück stürzen. Und dann übernehmen wir die Weltmacht mit dieser alten 5,25 Zoll Diskette hier. So. Crazy, jetzt kann ich auch mal was machen. Hexi, Hexi, Hexi. Wham. Ein Synthopath. Der darf Hexi auch mitnehmen. Kleine Belohnung. So. Was haben wir noch Spannendes hier?
Bling, 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 das wissen wir alles schon. Wo zur Hölle geht's denn hier lang noch? Ist das hier ein Weg? Ja. Ja. Man erkennt gar nicht so richtig, ob man das laufen kann oder nicht. Dubi dubi dub 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 dub. Oh oh. Was soll das eigentlich sein? Kann ich hier auch hinlaufen? Ah, okay. Oh, nein! Geh weg! Mal ein bisschen die Leute verteilen hier. Lol. Immer wieder geil. Aber völlige Verschwendung natürlich. So, wer schießt denn hier? Blaster Master. Bam! Mach ihn platt. Ja, Mann. Nächster. Revolver Lady. Schritt zur Seite erst einmal. Out of range. Ja, dann Ember halt. Oh, die hätte aber einen kurzen. Achso, das ist ja auch Rambo. Rambo Else ist das ja auch. Soll ich mal probieren? Nö, die macht einen schönen Ember. Wenn der kommt, geht's auf die Fresse. Watch how it's done. Die hat einen Amoklauf, okay. Er würde ich sagen, geht mal hier hoch. Und schießt mal auf ihn hier. Das lohnt sich ja richtig. Bam! Jawohl, dann hast du mal einen mit dem Tod genommen. Ja, du kannst auch auf den eigenen schießen, das ist okay. So, wen haben wir hier? Schneiber Ralfl. Ja, da müsste ich an allen vorbeischießen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber ich könnte 3 Schritte laufen. Für einen Punkt. Naja, gut, okay. Will ja mal nicht so sein. Guck mal, die haben da irgendwas, die Jungs. Hm, bald wird aufgestiegen. Sehr schön. Was hat er denn dabei? Scrap. Scrap Metal hat er dabei. Was hat er hier dabei? Scrap Metal. Und er? So eine blöde Zange. Und das ist ein Crate. Glass Shorts. Toll. Nee, das will ich nicht. So, was auch immer sie kaputt gemacht haben. Ui. Was hat die denn so abgekriegt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Bling. Ich hab ein bisschen Angst, mich hier zu bewegen. Wie? Was war denn? Das kann ich ja benutzen, das Ding hier. Citadel Base, this is Echo One. Yeah, I was afraid of that. Roger, Echo One. Understood. Stand by. Okay, Echo One, we anticipated this contingency and have a plan B. Ready to copy? Na prima. 10-4, here it is. Cartographer Segarra and historian Eggleston have found reference to a functioning radio tower in a town called Damanta. Location cannot be confirmed, but it's reported to be east of the old prison, behind the radiation cloud. We have no intel on how to navigate this cloud, but I've heard secondhand accounts of it being done. I suggest you make contact with locals in the prison area, but be advised, that's Red Scorpion territory. They don't take kindly to us trespassing on their turf. Proceed with caution. Copy? Na prima. Jetzt dürfen wir bis da runterlatschen, irgendwo durch die radioaktive Wolke und keiner kann uns einen genauen Weg sagen. Ja. The Scorpions have been mentioning the place lately. Been saying they're trading with them. Supposed to be east of the prison, but I don't know. There isn't much east of the prison but radiation. Roger, Echo One. Be careful out there.
Ranger Command out. Oh, es gab XP. Oh, es fehlt nur noch ganz wenig, dann steigen die alle auf. Dann mal gucken, ob wir die hier irgendwo einheimsen können. Nur ein paar Punkte hätte ich noch ganz gerne. Dann steigen hier nämlich mit Sicherheit er noch auf und sie noch auf und er noch auf. Vielleicht kriege ich noch ein paar Punkte zusammen. Das wäre sehr lustig. Wir könnten jetzt zwar schon zwei aufsteigen lassen, aber... Hä? Warum hat denn das hier eben geblinkt? Ist ja gar nichts. Ach komm, dann machen wir eben kurz einen Call. Copy, Echo One. Echo One, I'm happy to say several members of your team have earned field promotion. Ja, ja, ist ja gut. Chill mal, Bruder. So, da wollen wir mal unsere Medik-Schnecke upgraden hier. Oh, die hat 4 Punkte. Wir können uns aussuchen, was wir skillen. Die ist mit einer Handgun ja schon ziemlich gut, muss man sagen. Mechanical Repair wäre natürlich so ein Thema. Vielleicht brauchen wir das mal. Schießen müssen wir immer, das ist klar. Field Medic ist auch klar. Ich glaube, ich gehe auf Mechanical Repair. So, wer war hier noch abgegradet? Ja, Amok Rose hat 3 Punkte. Was machen wir denn hier Demolitions am besten? Oder Handguns. Shotguns hat sie schon. Field Medic. Ja, vielleicht nochmal Field Medic. Wird wahrscheinlich mehr bringen wie Demolitions. Ja, machen wir so. Ja, sonst ist ja keiner aufgestiegen. Die anderen wollen ja noch nicht aufsteigen. Ich glaube, das war's auch jetzt schon alles. Weil wir haben die Funkantenne ja schon gefunden. Haben wir leider keine scheiß Map immer. Nö, hier gab's offensichtlich nichts mehr. Nee. Hier geht's nirgendwo hin. Hier hinten waren wir ja schon. Jetzt mal erschrecke ich da, weil die so rot sind. Hier war ja auch nichts mehr. Schubdidubdidubdidubdidu. Nee. Ja, hätte ja sein können, wir haben noch was übersehen. Dann latschen wir halt wieder runter. Keine Gegner mehr, nichts mehr. Ach, das ist ja schon ein bisschen langweilig. Da ging es nicht weiter. Laufen wir nochmal hier rum. Da waren wir drinnen. Da gab es auch nichts mehr. Leichen, Leichen, Leichen. Und hier ging es auch nicht irgendwie weiter, ne. Schade, hätte ja sein können. Was hat denn? Achso. Hier gibt es auch nichts mehr, ne. Wir sind mal auch vorhin schon rumgelaufen. Die backen hier nur rum. Was ich ein bisschen nervig finde, ehrlich gesagt. Aber gut. Dann verlassen wir dieses Territorium halt. Save nochmal schnell, würde ich sagen. Besser ist das. Und ab in die Welt. Zack. Dann können wir ja mal gucken, ob wir jetzt... Gehen wir jetzt da runter eigentlich? Würde ich sagen. Da treffen wir bestimmt wieder irgendwelche Terroristen. Das ist hier unten irgendwo. Vermutlich mal. Von da nach da ist natürlich eine Strecke, ne? Machen wir mal Travel. Mal gucken, was rauskommt. Ein Oasien.
Ja, selbstverständlich füllen wir unseren Vorrat auf. Und gehen weiter zu The Prison. Da kommt doch jetzt wieder eh noch ein Überfall oder sonst irgendeine Scheiße. Was ist das denn? Ach, das ist doch so ein Cash. Sehr schön. Loot! Ja, alles so Bruße. Travel. Ah, da oben ist Wolke. Schubidubidubdubdub. Bitte, ich kämpfe die Wüste. Was ist das denn? Ist das Prison? Ah, sind wir schon da. Ja, wir enter the prison! Oh, oh, ab in Knast, sag ich da nur. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Direkt nach dem Ladescreen werden wir es erfahren, wie man sich im Knast nicht zu verhalten hat. Hallo? Ja, da fällt mir sofort eine Sache zu ein. Safen. Man kann ja gar nicht oft genug safen. So, hier sieht es auf jeden Fall original aus wie im Knast, wo ich neulich war. Klar. Sehr idyllisch. Ah ja. Das ist aber stark Fallout-lastig jetzt hier. Links, rechts oder Schleudersitz. Wo gehen wir lang? Fang mal rechts an, hör mal links auf. Hör mal auf zu sabbeln, deine Sprechblase stört. Hier ist mir zu wenig. Das ist eine Kiste oder sowas. Bling. Oder ist das ein Safe? Nee, eine Kiste. Boom! Ah, nee, doch nicht. Was ist denn das für eine Munition? 45er! Ein schöner Handspiegel. Das ist doch super. Noch eine Kiste? Was zur Hölle ist das? Click-Clacks. Was zur Hölle sind Click-Clacks? Wir nehmen sie einfach mal mit. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Static. Ah, wir empfangen irgendwas auf Kanal 4. Where are you, Elroy? Elroy, are you there? Please answer me. Ja. Kiste, da steht ein irgendwas. Und da sitzt ein irgendwas. Sehr unübersichtlich hier. Ich bin mal so frei und laufe hier mal vorbei. If you can hear me, please come back. Don't let me die alone. I can't take the pain any longer. Moment mal, wir gucken erstmal die Kiste. Kein Stress, erstmal looten. So, jetzt machen wir mal einen Call. Aber ja, der ruft halt immer das hier an. Ich dachte, wir können jetzt irgendwie da zurückrufen. Aber leider nicht. Das hätte ja sein können. Die scheinen uns nicht feindlich gesinnt zu sein. Servus! Ah ja. Was ist das? Das ist zu faul, um den Brunnen zu reparieren. Was denn für ein Brunnen? Ah, eine neue Aufgabe. Wo ist der Brunnen? Wahrscheinlich sehen wir den nirgends. Das dachte ich mir schon. Was ist denn das hier? Das ist der Brunnen. Und da würde ich sagen, Mechanical Repair. Wo haben wir denn das? Oh,
Das müssen wir natürlich wieder vorher safen, ist ja ganz klar. Wollen wir mal nicht zu viel Risiko eingehen. Dass wir nachher hier in Fail landen. So, Schnecke, tu dein Bestes. Wollen wir mal sehen. Ob unsere Medizinschnecke auch mit Drähten umgehen kann. Kann sie. What? Okay. Ja, dann können wir das Quest doch eigentlich abgeben, oder? Bless you! What? Gibt's Ärger im Staat der Dänemark? Nee. Aber es sind ein paar Leute abgestiegen wahrscheinlich, oder? Aufgestiegen, ja. Ich kann sagen, ich muss hier gereicht haben jetzt. Bling! Alle abgegradet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bis auf die neue Dame des Hauses. 3 Skill Points. Oh, das ist doch wieder gar nichts. Level 8 Grenadier. Okay. Wir könnten ihn, das scheint mir doch das Beste zu sein. Weaponsmithing haben wir zwar noch nie benutzt. Aber ich glaube, wir nehmen das mal. Wenn wir irgendwann Waffen haben zum Upgraden, dann können wir damit das anfangen. So, Hex kann hier auch was machen. Oh. Alarm Disarming halte ich sowieso nicht für so sinnvoll. Also wenn, dann müssen wir schon hier auf Computer Science gehen. Was Neues beibringen? Nö, ist doof. Machen wir das. Wie, der hat 2 Skillpunkte. Willst du mich verarschen? Tja. Brute Force hat jetzt die neue Schnecke. Das heißt, wir können bei dem nochmal auf Shotguns gehen. Das war's. So, wir müssen das wieder safen, damit für den Absturz wir nicht alles neu machen müssen. So, was sagt denn Marco dazu? Ja, okay, der mag uns nicht so sehr. Das muss er ja auch nicht. Ich konnte ihn sowieso nicht leiden. Was ist das hier für eine? Hey, Tim! Oh! Der, begriff die Mutti. Oh, Kiste. What? Stickel! Ah, pack ein. Plop. Was ist das denn hier? Was kann ich denn hier benutzen? Das ist auf jeden Fall umgefallener LKW. Was ist das? Broken? Broken klingt wie Mechanical Repair für mich. Saven wir das vorher? Ne, die 2 Schritte saven wir jetzt nicht. Und schon kommt wieder unsere Medizinfrau und bringt den Fahrstuhl oder was auch immer das ist in Ordnung. Yes. Okay. Schon kommen wir da auch weiter. Bevor wir da hochgehen, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob wir hier nochmal vielleicht uns genauer umschauen sollen. Hier geht's doch auch rein. Lol. Na gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hingehen sollen. Wenn es so viele Möglichkeiten gibt, ist immer ein bisschen blöd. Gehen wir nochmal hier hoch. Please, Elroy. Oh, Elroy. Da gibt es auch einen Weg rüber. Also das scheint wohl das der Weg zum Ziel zu sein. Was ist denn das hier? Oh, meine Fresse. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Was gibt's denn hier? Das ist doch bestimmt die Alte, die funkt. Was haben wir da? Einpacken. Quasseln mit der Alten ist angesagt. Kill! It's the Fiebe!
Nein, ich will den nicht killen. Kann ich ihn nicht irgendwie retten oder so? Ich will die retten. Oh, die macht tatsächlich irgendwas mit der. Oder auch nicht. Eins von einem Lebenspunkt. Sehr geil. Ich kann, muss da noch mehr Möglichkeiten geben, wie die zu killen. Na gut. Hab ich nicht gerade gesagt, kill? Ist mir zu kompliziert. Ich sehe schon. Was zur Hölle ist das denn hier? Was können wir denn mit dem Scheißding hier machen? Können wir das einfach mal irgendwie reparieren oder so? Kann man das einfach machen? Nee. That doesn't work. Sehr geil. Ich muss die echt erschießen jetzt, oder was? Kein Problem. Kein Problem. Scheint ja schwieriger zu sein. Sie hat aber richtig gezappelt. Krass. So, wir haben so Release von Pain. Das muss doch Erfahrungspunkte gegeben haben. Eine Scheiße. Mach mir die Hände schmutzig. Für was denn eigentlich? Da geht's nicht runter? Okay. Oh my God. I'm going to tell. Was? Warum soll ich da in Trouble sein? What? Gegen wen kämpfe ich denn? Gegen ihn oder was? Der hat 35 Lebenspunkte. Geht's noch? Tja. So sieht's aus. Wir sind hier die Master Chiefs. Und der hat noch nicht mal Loot. Pff, lächerlich. Aber jetzt sind sie alle mit mir befeindet wahrscheinlich. Schauen wir mal. What? Die Browns sind es. Der sind alle brown. Hallo! The farmer looks a little sad. Ja, wir sind Rangers. Was sind wir sonst? I remember you monkeys. Ah ja. Mhm. Fragen wir doch mal höflich, wer die Schweine gestohlen hat. Ah ja. Ja, Smalltalk halt mal ein bisschen, ne? Ist auch okay. He's one of the Settlers of the Scorpions, okay. Bisschen labern, bisschen labern. Fragen wir, ob sie Hilfe brauchen. Oh, wir müssen Schweine retten. Das ist super. Ich könnte mir kaum was Schöneres vorstellen. So, was ist hier? Ein Haufen Scheiße, oder was? Wieso wusste ich das? Ach, ja, nee, irgendwer wollte doch Scheiße. Stimmt, irgendwer wollte doch in dem Hauptquartier Scheiße haben. Dann bringen wir ihm halt ein bisschen Schweinescheiße mit. Wer will? Ist doch bestimmt wieder verschlossen. Ach, nee. Wir holen auf jeden Fall Schweinekacke. Aber der brauchte viel Scheiße, glaube ich. Also so ein bisschen Scheiße ist nicht genug. Wenn wir die Schweine finden, vielleicht scheißen die uns noch ein bisschen in die Hand. Das wäre was.
für unseren Fuzzi haben. So, jetzt sind wir hier am Anfang des Levels. Jetzt konnten wir noch rechts rumgehen. Eine Ziege. Hallo. Okay. Die Ziege ist am besten. Rangers return to the prison. Oh, must be the end of the world. Ist klar. Oder was zum Handeln? Wir fragen ihn mal, ob wir ihm helfen können. What? Wie kann ich den denn anschieben, den Wagen? Wie soll ich denn das machen? Wahrscheinlich mit dieser Geschichte hier. Simple, alles klar. Der Ziege ist ja geil. Da hast du deine Karre. So, lass mal handeln jetzt, Digga. Bling. So, wen haben wir denn hier? El Schneckos. Das brauchen wir auf keinen Fall. Toll, das will er noch nicht mal haben. Eine Shotgun? Ah, eine Shotgun will er haben. Wie für 18? Betreiber. Die hat 6 bis 10 Damage, sehe ich gerade. Und die hat 7 bis 13. Will er nicht. War wieder klar. So, was hat sie hier? Handgranaten. Super, dass sie Handgranaten hat. Was hat er hier? Nickel. Alles weg mit der Scheiße. Hab ich gleich geguckt, ob hier Müll dabei war. Karten. Der braucht unbedingt Karten, das war klar. Bloß ein Notizbuch, das will er bestimmt nicht lesen. Hat sie nicht irgendeinen Fatted Letters? Okay. Was haben wir denn noch so, was wir hier unbedingt entbehren müssen? Eine zerbrochene Sonnenbrille. Irgendwelche komischen Eier. Scheiße, müssen wir behalten. Was hat denn da geschrien? Toolbett, den wir nicht benutzen können. Die Dinger hier brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Das war scheiße. Das waren Kugeln. Das ist ein leeres Ding. Das können wir auch verticken. Jetzt hier, du nervst. Hier ist noch so ein Kreuzchen. Scheiß Spiegel. Ringe. Was habe ich hier eigentlich dabei? Das sehe ich ja jetzt erst. Hab ich hier gar nicht mitbekommen. Ah, haben wir hier so eine Mordskeule dabei und hier so eine Sense. Die Sense brauchen wir auch nicht. Und hier haben wir noch den Arsch von Sophie. Glasscherben. So ein Ding. So ein Ding. Spiegel. Ich glaube, das war's erstmal. Wollen wir das Ding auch verkaufen? 12 bis 15. Wir sellen das dann erstmal. Okay, was haben wir denn hier? Was können wir denn mal kaufen? 30er Rounds können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. Und ich glaube, das war's auch schon. Air Compressor, wozu auch immer. Koffeinzigaretten, Energiezellen. Wie viel hat sie denn davon noch? 33. Ja, da könnten wir ruhig mal so noch ein paar mitnehmen. Eine Lederjacke. Was? A Nightstick? So nennt man das jetzt. Okay. WP81, noch eine Schaufel. Steel Plate Armor. Weapon Parts. Für was brauche ich die denn? Die brauche ich bestimmt für irgendwas, wenn es davon 10 zu kaufen gibt. Für Reparaturen vielleicht? Ich glaube, davon nehmen wir einfach mal. Zwei Stück mit. So, und Trade. Alles klar. Goodbye. Und ich würde sagen,
Diese, kann ich die Ziege erschießen jetzt? Ich save das Ganze mal, denn wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Und ich sage an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.